Wir gucken uns heute mal den Endboss an von Archvale. Wir spielen auf der Stufe Normal und das Spiel ist so gut, dass ich sogar überlegt habe, kurz ein Let's Play zu machen im Hardcore-Modus, bis ich auf diesen Endboss gestoßen bin. Und erstmal, wie bin ich ausgerüstet? Das Fazit kommt dann am Ende, aber ich will am Anfang keine Zeit verplempern. Ich spiele mit Archvale Lexikon plus 5. 358 Schaden, dafür sehr hohe Angriffsgeschwindigkeit, wir können den Gegner verbrennen und meine Zusatzeffekte, die ich habe, ist dieser Vierbrosche, konnte man, glaube ich, kaufen, erhöht magischer Schaden, das muss natürlich mit rein, Sternmagnet, Kristallbrille, blauer Lotus, also die ganzen vier blauen Sachen, die eh schon für unsere Magierklasse ganz gut sind, nehme ich mit rein, dann Feenkämpferin. In der Hoffnung, dass auch der Endboss die Abwehr gesenkt bekommt, habe ich gar nicht darauf geachtet, ob das überhaupt gegriffen hat. Und kolossale Stärke. Die Feuerrate ist verringert, aber der Schaden wird erhöht. Lohnt sich alle Male. Damit sind unten meine 9 von 9 aufgebraucht. Und von meinem Equip, Flöm oder Plömhaube, gibt mir magischen Schaden plus 15. Dann magischer Schaden nochmal plus 15, das ist das Plümkettenhemd. Und ich habe den Saphirring. Das war so ein Zufallsdrop in dem Magma-Biom. Dort habe ich diesen Ring herbekommen. Und damit habe ich eine Gesamtstärke von 130 magischer Schaden. Und meine Ausrüstung reicht auch so aus. Tja, und wie der Kampf jetzt abläuft, wie man ihn schafft, das zeige ich euch gleich. Denn ich habe es aufgenommen. Und damit sind wir in einer schönen Nachvertonung. Bis gleich. So, mal gucken, ob das ja schon der richtige Durchlauf ist. Also, von meinem Gefühl her würde ich sagen, der Endboss, der hat ja drei Phasen. Das ist seine erste. Und ich habe den geschafft auf Biegen und Brechen. Vom Gefühl 66% Glück und 33% Skill. Wobei man sagen kann, im Rollenspielbereich zählt ja Glück, ist ja auch ein Skill. Auf dem man schön skillen kann auch. Also Punkte investieren. Und das ist mir leider ein bisschen zu sehr glücksbasiert, der Kampf. Das hier ist eine schöne Attacke. Da brauchst du hier bloß in der Mitte stehen bleiben und kannst einmal drüber springen. Nimmst keinen Schaden. Das ist die dankbarste Attacke. Ich stelle mich meistens immer rechts unten in die Ecke und hau einfach drauf, bis er weg ist. Das ist das Beste, was passieren kann. Habe ich einfach Glück gehabt. Der Damage war hoch genug, dass er weggefallen ist. So, und das ist die Runde, wo ich sage, okay, das ist nicht mehr so glücksbasierend, da kann ich ausweichen. Hier sofort zwei Heiltränke nutzen. Du hast genug Zeit für zwei Heiltränke. Er macht dreimal den Move, ausweichen am besten. Und jetzt ruft er seine drei Appelköppe. Und das ist die beste Phase, um sich nochmal aufzuheilen. Versuche immer zwei zu besiegen und den dritten spar dir auf. Denn der ist so langsam und selbst wenn dich die Geschosse von den treffen, das nimmt dir kaum irgendwas weg. Das ist die beste Möglichkeit, dich aufzuheilen. Das ist eine sehr schreckliche Phase. Da hilft es, in der Mitte zu bleiben und immer, wenn er seinen Strahl macht, so ein bisschen, ein Schritt zur Seite. Hier kannst du auch gut ausweichen und hier in der Phase kann man sogar auch wieder aufheilen. Aber wartet, bis er die Augäpfel wieder als Spawn holt. Und hier habe ich ganz kurz vorher abgebrochen. Weil ich wusste, wenn jetzt die dritte Phase kommt, möchte ich da bereits mit voller Lebenspunkteleiste reingehen. Das war also wirklich geplant. Das war nicht Zufall. Das war geplant, dass ich hier einen Apfel wieder übrig lasse. Und jetzt heißt es aufheilen. Aufheilen, ich habe Gott sei Dank so viele Heiltränke noch übrig. Und dann den Gnadenstoß geben. Und die letzte Phase, das ist dann wieder die, wo ich einfach nur auf mein Glück hoffe, dass er gnädige Attacken hat. Und das ist eben auch so blöd, weil du kannst es ja nicht üben, so wie beim Hollow Knight. Da gab es ja auch diese extra fetten Bosse. Da konntest du aber die einzelnen Phasen halt auch üben. Also nicht die Phasen, aber ihr wisst schon, was ich meine, die einzelnen Gegner. Das Pantheon war ja eine Phase. Und das war doch ganz gut. Hier konnte ich einfach stehen bleiben. Hier habe ich schon ein bisschen Bammel gehabt. Kurz nach oben noch ausgewichen. Und jetzt Daumen drücken, Daumen drücken. Schwein gehabt. Ich muss wirklich sagen, einfach Schwein gehabt, denn diese dritte Phase ist für mich auch komplett random Glück. Da habe ich keinen richtigen Fingerfertigkeiten-Skill an den Tag gelegt. Und so kann man den Boss auf normal besiegen. Ich habe 3 Stunden gebraucht.
3 Stunden ist richtig fett. Zumal, ich kann da mal den Abspann hier so ein bisschen noch laufen lassen. Zumal die anderen Bosse zuvor, die waren gar nicht so schwierig. Ich bin gut durchgekommen. Ein paar Versuche habe ich zweimal gebraucht, aber der war mit Abstand der härteste Boss des gesamten Spiels, weil er eben auch super schwer auszuweichen ist. Ich meine, ich bin jetzt kein ultimativer Pro-Gamer. Wer weiß, ob nicht Leute da bei diesem Endboss sagen, nee, das ist kein Glück, ich kann das schon allem ausweichen. Aber das sind so viele Geschosse, dass ich der Meinung bin, du kannst das nicht wirklich perfekt ausweichen. Oder doch, vielleicht bin ich auch einfach zu alt und mir fehlt einfach diese Hand-Augen-Koordination in der Fülle, dass ich innerhalb von Millisekunden meinem Gehirn das antrainieren kann, dass er automatisch schon genau das macht, wenn ich sehe, der Gegner, der macht gerade irgendeinen Move. Also ich fand es ultra schwer, den Sachen auszuweichen und habe mich da größtenteils echt auf mein Glück verlassen. Bis auf die zweite Phase, da konnte man noch schön Gas geben und zumindest strategisch überlegen, wann nutze ich einen Heiltrank. Das hat mir sehr geholfen. Und ich habe kurz überlegt, ob ich da echt ein Let's Play mache. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Hardcore bis einschließlich den letzten Boss, das hier zu knacken, das Spiel. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich würde es aber gerne. Ich habe Bock drauf. Da ich aber für die Switch-Spiele gibt es ja eh keine Torfi. Und da könnte man sehen, wie geil ich das Spiel finde, wenn ich schon ohne Torfi bereit bin, da nochmal den nächsthöheren Modus zu probieren. Weil so könnt ihr das ganze Spiel nochmal von vorne bis hinten begutachten. Ich bin jetzt bei knapp 19 Stunden. Und ey, das ist Hammer. Mein Fazit an der Stelle, das Spiel für 15 Euro, das ist ein Pflichtkauf. Also wer ein bisschen Shooter-Freund ist und sich auch nicht von dieser Pixeloptik abschrecken lässt, im Gegenteil, also es gibt ja Leute, so wie ich eben, die mögen das richtig gerne. Und wenn du auch jemand bist, der dazugehört, ey, du musst das Spiel kaufen. Das Spiel ist, es ist eines der besten Spiele, die ich in diesem Jahr gespielt habe. Und da sieht man mal wieder, es sind nicht immer nur diese fetten 3D-Spiele, die irgendwo dann spielspaßtechnisch enttäuschen. Das letzte, was wir gespielt hatten, das war ja, wer ist nochmal, Shin Megami Tensei 5. Und ich sag nochmal, wie ich das Spiel, ich habe das ja abgebrochen, dieses Let's Play, weil ich das immer öde fand, bis zum Boss zu spielen, den Boss zu analysieren und dann einfach nur zu farmen, bis man ihn halt besiegt hat. Das hat mir als Spieler überhaupt kein positives Gefühl gegeben. Also es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Hier ist das komplette Gegenteil. Weil du kannst nicht einfach einen Gegner analysieren und dann, ja, komm, drückst du mal eine Taste und dann ist er weg. Nee, hier brauchst du wirklich mal ein bisschen Geschicklichkeit in deinen Fingern und kannst dich dann nicht irgendwie anders vorbereiten. Du musst es üben und das hat richtig Fehls gemacht. Das hat so viel Spaß gemacht. Also ich würde am liebsten das nochmal von vorne bis hinten durchspielen. Das war auch ein gutes Crafting-System. Es hat jede Erkundung, habe ich ja schon in dem Angezockt-Video auch gesagt, Sinn gemacht, jede Ecke abzugrasen, dass du eben deine Heiltränke maximieren kannst, dass du viele Herzen bekommst. Manchmal brauchtest du auch diverse Fundsachen. Es gab ja auch in jedem Biom immer so ein paar Truhen, wo unique Items drin waren, mit denen du dein Equip nochmal verbessern konntest. Und allein das, dass man immer irgendwo was finden konnte, dann ein paar Zufallsdrop, nicht komplett übertrieben, aber es war auch cool. Und dann zu sehen, wie mit einer starken Waffe auch die Gegner wegpurzeln, Hammer, richtig cool. Und damit ist hier Archwell vorbei. Ich gehe nochmal in mein Spiel zurück, da steht es 18 Stunden 43. Und wenn ich schon mal hier auf meinem aktuellen Spielstand bin, ich finde es auch cool, dass unten, ihr seht ja bei der Waffe, das ist die hier. Das ist die stärkste Waffe im Spiel, die konnte ich auch mir herstellen. Frag mich nicht, wie, ich hatte einfach die Items, ich bin ja immer bei meinem Hammer und Amboss gewesen und habe immer geguckt, ob ich nicht irgendwas upgraden kann. Und die Waffe ist zum Durchspielen in den letzten Leveln die beste gewesen. Der Bosskiller war aber dann doch eher das Buch, weil es ist einfach die Geschwindigkeit und das automatische Anvisieren, also fast automatische Anvisieren zu einem Gegner, das hat schon Bock gemacht. Weil hier brauchst du eine perfekte Hand-Augen-Koordination und die habe ich halt noch nicht so wirklich. Da müsste ich schon viel mehr solcher Spiele spielen. Ich bin das zwar gewohnt, nicht komplett Neuland ist das hier alles für mich, aber
Ja, da gibt es bestimmt ein paar Leute, die haben es da einfach besser drauf. Aber das hier, das hat Bock gemacht. Dann in dem Feuerbiom. Die ganzen Gegner wieder zu klatschen. Ich habe dann auch, als ich gemerkt habe, ey, ich schaffe diesen Boss nicht, habe ich überlegt, ob ich nicht eine andere Waffe nehme. Deswegen seht ihr auch ganz rechts noch diesen einen Bogen. Weil der ist jetzt so aufgemaxt, dass der die normalen Gegner one-shottet. Problem ist bei dem, also ich habe jetzt hier noch eine Ausrüstung mitgenommen, da macht der auch mal gerne über 2000 Damage. Und das reicht für einen One-Shot, hier auf der Stufe normal. Aber der ist super langsam. Der ist so super langsam, das lohnt sich für den Bosskampf nicht. Deswegen bin ich dann wieder zurückgeswitcht. Und das ist einfach mal die beste Waffe. Und wenn du eben diese Magiesplitter aufsammelst, dann hast du ja auch den positiven Effekt, dass du ja noch schneller wirst und die Angriffe noch härter werden. Und demzufolge ist es auch so, dass die erste Phase auch mit ein bisschen Glück schnell überwunden ist. Und das wollte ich an der Stelle auf jeden Fall mal zeigen. Ja, und mehr ist es nicht, Leute. Das ist Archvale und ihr könnt mir mal reinschreiben. Für ein paar Freunde dieses Spiels. Ich überlege wirklich, ob ich nochmal von vorne anfange und alles komplett hochlade. Aber ich bin aber auch nicht erfreut, schon in der Zukunft zu sehen, dass ich am letzten Boss scheitere, weil der auf Hardcore, boah, der muss dann mega hart sein. Das muss ich mir nachher mal auf YouTube angucken. Vielleicht gibt es da schon irgendjemanden, der das geschafft hat, am besten noch ohne Damage zu nehmen. Auf der höchsten Stufe mit der ersten Waffe, die man hat im Spiel. Ja, würde mich nicht wundern. Ja, cool. Ansonsten, geiles Spiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Diejenigen, die jetzt da auch noch an dem Boss kleben. Und das war's. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Kurze Folge. Aber hat sich angeboten. Begeisterung darf geteilt werden. Hier nochmal die Empfehlung. Kauft das. 15 Euro ist wirklich Schnäpperchen. Noch nicht mal im Angebot. Ihr könnt auch warten, bis irgendwann wahrscheinlich. Also Weihnachtssales gibt es ja auch andauernd. Vielleicht ist es da nochmal mit drin. Also spätestens, wenn da die Rabatte purzeln bei dem Spiel, ist es ein Must-Have. Und da unterstütze ich gerne auch dann den Entwickler. Wenn es hier einen zweiten Teil gibt, kaufe ich mir sofort instant. Ja, dann ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Part. Drin ja und tschüss.